Franzosen auf Deutschlandkurs. Was steckt hinter der deutsch-französischen Zusammenarbeit? Die Partei des französischen Präsidenten Sarkozy und dessen Konkurrenzpartei, die Sozialisten, wollen mit ihren jeweiligen deutschen Partnerparteien CDU und SPD gemeinsame Wahlprogramme entwerfen. Wir werden zum ersten Mal mit der Partei von Angela Merkel gemeinsame Linien entwickeln, kündigte Sarkozys Agrarminister und Wahlkampfbeauftragter Bruno Le Maire am Freitag im Radio an. Der französische Präsident sagte laut Welt Online: Ich möchte, dass die politischen und ökonomischen Entscheidungen unserer beiden Länder im Zentrum von Europa stehen. Und weiter: Meine Arbeit basiert darauf, unser System an das deutsche anzupassen, denn das funktioniert. Wer die deutsch-französische Freundschaft und Zusammenarbeit kennt, weiß, dass dieser Vorstoß einmal mehr ausschließlich zum Vorteil Frankreichs dienen wird und man diese Zusammenarbeit durchaus als Richtlinienkompetenz der Franzosen verstehen darf. Die gemeinsame Linie dürfte darin bestehen, weitere entscheidende Teile der deutschen Souveränität, soweit überhaupt noch vorhanden, an Brüssel abzutreten, sowie vor diverse Entscheidungen erst mit Frankreich abzustimmen, ob diese denn auch mit den Interessen Frankreichs vereinbar sind. Welches System in Deutschland funktioniere, damit Frankreich es übernehmen kann, sagte Sarkozy indes nicht. Das Einzige, was in Deutschland nämlich funktioniert, das sind die Deutschen, die fleißig und ohne zu murren arbeiten, Steuern bezahlen, Schulden anderer Staaten bereitwillig übernehmen und gleichzeitig unzählige Fremde ins Land lassen, die ihnen ihre Arbeitsplätze streitig machen oder gar auf ihre Kosten dem süßen Nichtstun frönen. Diese Dinge dürfte Sarkozy wohl kaum als übernehmenswert gemeint haben. Seine Art von Zusammenarbeit dürfte eher so zu verstehen sein, dass die Franzosen ihr System anpassen, um noch mehr von den Deutschen profitieren zu können als bisher. Der alte Hunger nach deutschem Land wird quasi anders gestillt. Man lässt das deutsche Volk für sich arbeiten und lenkt die deutschen Politiker.